So, hallo liebe Leute auf YouTube, es ist soweit, die ersten Videos sind fertig bearbeitet und hochgeladen. Ihr könnt sie euch also anschauen, zum Beispiel Video 1, Video 2 oder Video 3. Das ganz Kleine ist in eigener Sache, heute hatten wir ein Stativ, welches nicht so gut war. Das merkt man dann teilweise bei den Aufnahmen daran, dass die doch etwas ruckelig sind. Wir bitten euch, das zu entschuldigen, versuchen auch bis nächste Woche ein besseres Stativ aufzutreiben, was kein Problem sein sollte, damit die nächsten Aufnahmen dann auch ruckelfrei sind. Ich habe übrigens auch, damit Tim weiß, wann es hier losgeht und wann wir schneiden sollen, ja? Habe ich was mir besorgt. Was sagt man da? Klappe, oder? Okay. Klappe? Okay. Klappe, die erste. So, jetzt legen wir inhaltlich los. Wenn Sie, also viele von Ihnen, die jetzt hier zum ersten Mal sitzen, Arithmetikvorlesung, erste Mathevorlesung an der Hochschule, die denken vielleicht, hier geht's praktisch da weiter, wo man nach dem Abitur aufgehört hat. Analysis 2, 3, 4 oder sowas. Ja? Machen wir nicht, sondern wir fangen ganz von vorne an. Und wenn ich sage ganz von vorne, dann meine ich wirklich ganz von vorne. Es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, dass Sie diese Haltung jetzt einnehmen. Sie wissen nichts. Nichts. Okay? So. Wir sind also jetzt in der Situation, dass wir keine Mathematik kennen, aber Mathematik interessiert. Ja? Und wir gehen mit offenen Augen durchs Leben. So, das heißt, Sie haben also auch, Sie haben zwar Mathematik vergessen, aber Ihre Lebenserfahrung haben Sie noch. Ja? Was Sie zum Beispiel noch wissen ist, Biergarten. Ja? Sie sitzen öfter gerne mal im Biergarten. So. Und da trinken Sie ein Bierchen. Aber nicht nur eins, sondern mehrere. Ne? Ja. Wie viel? 3, 4. Okay, gut. Vielleicht auch mehr. Man weiß es nicht genau. Der Abend ist lang. Weiß nicht genau, wie viel. So, man zahlt natürlich erst am Ende. Das heißt, man bekommt da so einen Bierdeckel. Ne? Bierdeckel, da steht erstmal gar nichts drauf. Leerer Bierdeckel. Und wenn Sie ein Bier kriegen, dann macht die Bedienung da einen Strich drauf. Trinkst Bierchen, kommst nächste Bierchen, wieder Strich drauf. Bierchen getrunken, nächstes Bierchen, wieder Strich drauf. Okay. Ah, da scheint ja irgendwie so ein System dahinter zu stecken. Ja? Ich habe ja gemeint, wir sind lebenserfahrene Menschen, die Mathematik interessiert sind. Das heißt, uns fällt irgendwie auf, da ist ein System. Es gibt irgendwie sowas wie noch kein Bier getrunken. Tragische Situation. Ja? Und dann gibt es sowas wie, nachdem ich ein Bier getrunken habe, kommt das nächste Bier und dann kommt da ein Strich drauf. Ja, das ist sozusagen für jedes nachfolgende Bier, für jeden kommt so ein Nachfolgerstrich drauf. Ja? So, ist ja erstmal irgendwie systematisch. Kann man überlegen, ja, da steckt irgendwie Struktur dahinter. So, jetzt gehen Sie mit diesem Wissen durchs Leben und sind aufmerksam geworden. Ja? Kommt das irgendwo anders noch vor? Und es kommt noch woanders vor. Ja? Zum Beispiel Kinder kriegen. Ja? Ist erstmal keins da. Ne? Leerer Bierdeckel. Und dann kommt irgendwann mal, ja, dann kommt irgendwann mal eins. Ja? Und dann, ähnlich wie das Nachfolgerbier, kommt irgendwann das Nachfolgerkind, noch eins, noch eins, noch eins. Zwillinge nehmen wir mal aus, obwohl, ne, die kommen auch nacheinander. Also es kommen tatsächlich nacheinander immer einzelne Kinder. Ja? Und Lebensalter. Ja? Am Anfang haben sie noch keinen Winter gesehen. Leerer Bierdeckel. Irgendwann haben sie den Winter gesehen, dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. So. Das heißt, Sie merken jetzt, dass ganz viele Situationen im Leben dieselbe Struktur haben und Mathematiker wollen nun diese Struktur beschreiben und untersuchen.
Und das machen wir jetzt mal. Sie wissen schon, worauf es hinausläuft. Nämlich, es läuft auf die Folge der natürlichen Zahlen hinaus. Die Folge der natürlichen Zahlen. So. So, die Folge der natürlichen Zahlen. So, und jetzt fangen wir mal an zu mathematisieren. Ja? Wir versuchen mal diese Struktur, die wir kennengelernt haben, zu beschreiben. Also erstmal gibt es sowas wie einen leeren Bierdeckel. Das ist die Ausgangssituation. Ja? Ich mache Ihnen mal hier so einen leeren Bierdeckel hin. Okay, leerer Bierdeckel. Und dann gibt es sowas wie, wenn Sie bereits eine bestimmte Anzahl von Bierchen getrunken haben, dann kann noch ein Nachfolgerbierchen kommen. Ja? Wir brauchen also zu einem Bierchen das Nachfolgerbierchen oder zu einem Kind das Nachfolgerkind oder zu einem Winter den Nachfolgerwinter oder so. Ja? Deswegen müssen wir das auch irgendwie formal aufschreiben. Schreiben wir mal so auf. Der Nachfolger einer natürlichen Zahl n sei Sigma von n. Oh, erste griechische Buchstabe. Mathematiker lieben griechische Buchstaben. Da wir ja Mathematik interessiert sind, dann machen wir das auch so. Das ist eigentlich völlig wurscht. Ich hätte es auch n von n oder groß n von klein n nennen können oder so. Aber wir nehmen mal diesen Sigma-Buchstaben hier. Okay. So. Ich habe es übrigens die Folge der natürlichen Zahlen genannt. Das möchte ich nochmal betonen. Nicht die Menge der natürlichen Zahlen. Das ist ein Unterschied. Da kommen wir aber später drauf. Okay. So. Mit diesen beiden Mitteln können wir jetzt jede natürliche Zahl beschreiben. Zum Beispiel die 3. Ja, die 3 könnte man dann so schreiben. Erstmal hat man die 0. Ja, erstmal hat man die 0. Dann kommt das erste Bierchen. So, ja, der Nachfolger der 0. Und dann kommt der Nachfolger vom Nachfolger von der 0. Das ist dann die 2, ne? Und dann kommt nochmal der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 0. So. So könnte man jetzt so eine natürliche Zahl schreiben. Man hat erst 0, dann kommt der erste Nachfolger, der zweite und der dritte Nachfolger. Und was wir dabei im Kopf haben, ist eine Struktur, die in etwa so aussieht. Am Anfang ist da die 0. Dann bilden wir den Nachfolger. Ich mache jetzt nur mal auf einen Pfeil so ein Sigma drauf. So, dann kommt der nächste Nachfolger und so weiter. Ja, das ist die Struktur, die wir im Kopf haben. Nix und dann kommt immer ein Nachfolger, 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 Nachfolger. Okay. So, jetzt beginnt die Arbeit der Mathematiker. Jetzt machen Mathematiker das Folgende, sie versuchen formal die Eigenschaften dieser Struktur so aufzuschreiben, dass diese Struktur, so wie wir sie uns vorstellen, festgelegt ist. Das machen wir jetzt mal. Und zwar macht man das mit sogenannten Axiomen. Ja, man formuliert Axiome, das sind Aussagen, die Eigenschaften, beispielsweise von so einer Struktur festlegen, die wir uns jetzt überlegen. Die werden nicht bewiesen, die werden nicht irgendwoher abgeleitet, sondern die überlegen wir uns, die setzen wir. Ja? Und das erste Axiom, ich nenne das, ich gebe dem mal einen Namen, ich erkläre Ihnen nachher, warum ich das so nenne. Ich nenne das mal Peano 1. Oder ich sage Ihnen gleich, warum ich so nenne, weil der Herr Peano da maßgeblich mitgewirkt hat. Ja? Das erste Axiom ist, die Null ist eine natürliche Zahl. So.
0 ist eine natürliche Zahl. So. Ja, das haben wir uns ja gerade überlegt, es muss sowas wie eine 0 geben. So, und jetzt müssen wir noch den Nachfolger irgendwie unterbringen. Dann nennen wir das Axiom Peano 2. Für jede natürliche Zahl n ist auch Sigma von n eine natürliche Zahl. So.